Lifestyle wird Ihnen präsentiert vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. An diesem Freitag bin ich zu Gast bei einem Protagonist, der in der Sendung «Sing meinen Song» auf TV24 mitmacht. Es ist Marco Kunz von der Erfolgband Kunz. Er zeigt mir exklusiv seine WG hier in Luzern. Ich weiss gar nicht, wie ich dir sagen soll. Marco oder Kunz? Was hast du lieber? Du kannst mir alles sagen. Ich bin von früher gewohnt, dass mir die Leute Kunz sagen. Und halt mit der Musik, ich bin auf der Kunz. Aber darfst du mir gerne Marco sagen. Das ist schon ein sehr schönes Liebling. Mit einem M, das passt ja. Aha, gut, das könnte Michel, Manfred. Nein, es ist mein Sony, aber es passt. Kannst du mal Michel sagen, das kostet dann einfach. Gut. Nein. Also Marco oder Marco Kunz. Ich mache es einfach so ein bisschen. Was geht Kunz? Was geht über die Zunge? Rollt. Du bist hier in einer WG, wo du nur noch zweimal in der Woche bist. Weißt du überhaupt hier in der Küche noch, wo was ist? Ich wollte jetzt meinem neuen Webmann nicht schlecht reden oder so, aber ich glaube, er hat nicht umgestellt. Ja? Also ich weiß schon, was das Zeug ist. Ich habe es ja mal eingeräumt. Also ist alles bevor, so? Ja, bevor ich dann auf Zürich gezügelt bin mit meiner Frau, ist das meine Wohnung gewesen. Und ich glaube, es ist noch alles gleich. Und ich, ja. Wüsstest du, was sie mir früher schon gehabt? Nein. Aber es ist eine Bubenwege, ich nehme alles mit Bier drin. Aber man könnte schon schnell schauen. Wir sagen dem Wege, was hat es drin? Ah, geil. Also, hat Speck. Schöne Chrissy! Und was halt dazugehört, oder? Musik im Kühlschrank, natürlich. Und ein Ingwer-Shot, oh, das passt. Kannst du doch kochen? Kannst du kochen? Hey, ich kann sehr gut kochen. Also nein, sehr gut, ich koche einfach viel. Ich bin viel daheim. Natürlich als Musiker am Arbeiten und mit einem Kleinen sowieso. Und ich koche wirklich gern. Aber jetzt hier ist es wie so, ich bin zwei Tage da. Ich komme meistens sind es so vollgestopfte Tage. Ich komme hin, gehe in mein Zimmer, gehe Musik machen, gehe Zeug abschaffen, so organisieren. Und dann habe ich wirklich auch gar keine Zeit und keine Lust zum Kochen, weil schlussendlich gehe ich wieder heim und dann ist es so. Und ich habe schon lange da gekocht. Du hast gerade ein bisschen angesprochen, du bist geheiratet, ihr habt einen Sohn, den Emil. Wie hast du dich verändert, seit du Vater geworden bist? Also wie gesagt, ich glaube gerade vor allem, das Schaffen ist wirklich, man hat viel weniger Zeit. Ich bin ein bisschen gestresster, immer wenn ich irgendwie mal Zeit für mich habe, dann muss alles zack, zack, zack gemacht werden. Und rein kreativ hat sich jetzt gar nicht gross verändert. Ich bin immer noch kreativ, zum Glück. Und ein neues Album dürfen machen mit ihm, mit meinem Sohn sozusagen, der da war. Und ich habe das Gefühl, ich habe nicht eine grosse Wesensänderung durchgemacht. Du bist zweimal in der Woche da, hast gesagt, was ist dann wieder ab? Vermissest du deine Familie, wenn du so da zu Luzern bist? Also einen Tag nicht, nein. Das ist schön, dass man noch arbeiten kann sozusagen. Und mal wieder einen anderen Blickpunkt hat, weil es gibt eben, mein Leben ist nicht nur die Familie, es ist natürlich das Wichtigste, aber Musik ist halt schon das, was ich liebe und mache und das auch für sie, für mich, ich nicht darf machen und darum tut es gut ab und zu mal auf Luzern und ein bisschen arbeiten. Ein Experiment hast du gemacht, und zwar, wo du dabei warst bei «Sing meinen Song», beim Duschkonzert. Ist für dich von Anfang an klar gewesen, dort muss ich mitmachen? Absolut. Als du selber mir angerufen und gesagt hast, hast du Lust zu mitmachen und gut, wir mussten fliegen und ich bin voll gegen Fliegen, ich wollte nicht fliegen und dann musste ich sagen, okay, das muss wahrscheinlich einfach eingehen, weil das ist einfach so eine coole Chance und so eine coole Show, wo man Musik machen kann, wo man andere Künstler wieder kennenlernen, mit anderen Künstlern zusammen etwas arbeiten, das ist, da musste ich mitmachen. Warum hast du nicht fliegen? Wegen Corona oder bist Nein, du gegen das Fliegen? Ja, ich probiere nachhaltig zu leben irgendwie, und Fliegen gehört dort nicht dazu. Du bist geflogen, und zwar nach Gran Canaria, und hast dort zünftig performt in der Sendung, unter anderem den Hippie-Bus von Dodo à la Kunz. Ich sitze im Hippie-Bus, Hippie-Bus, feinste Sit und linke Abstuss. Ich nehm Hippie-Bus, Hippie-Bus, die Ente gefahren, wo bist du da, bist du nicht aus. Bella Bum, das war noch mein Bum. Hat es geflügelt,
Hobby hat das richtig Spass gemacht, den Hippiebus à la Kunst zu präsentieren. Ja, voll. Also, meine, es ist natürlich eine Aufgabe, es ist so ein Hit, den jeder kennt. Und dann musst du irgendwie schon probieren, neu zu machen. Und das war schon schwierig irgendwie, weil es doch Mundart ist gleich geblieben. Und ich habe probiert, das irgendwie in unserem Stil zu machen, mit dem Chris zusammen am Hackbrett, wo einen neuen Ton oder eine neue Farbe gibt. Du hast ja selber unglaublich viele Fans. Und das sieht man auch hier an diesem Bild. Ja, das ist cool. Von welchem Fan hast du das bekommen? Hey, das ist jemand, der seit Anfang an Fan ist und das irgendwie einfach mir geschenkt hat. Ich habe das so schön gefunden, ich habe es immer aufgehängt. Oder das ist mega cool. Das ist gefaltet mit einem Buch und ich dachte, das gibt es ja nicht. Und die hat das wirklich tatsächlich so gemacht. Ich komme so viele schöne Sachen über. Ich komme mega viele schöne Zeichnungen über, von Kind natürlich. Und das Größte finde ich immer, da muss ich es aufhängen, wenn sie ein Foto dazu, wie die Kinder aussehen. Das finde ich immer so herzig. Und bei mir können nämlich alle Zeichnungen kommen schnell mal aufgehängt und dann wird es halt wieder dann müssen wir wechseln und so. Bist du Marilyn Monroe-Fan? Ich bin Fan von starken Frauen. Ich mag starke Frauen und ja, ich habe ein cooles Bild gefunden. Also da komponierst, da textest und da schlafst. Ja. Wenn es noch ein spät wird, ich nehme an, das Teil kannst du rausnehmen. Das kann man, ja. Das ist liegen Sofa. Ja, für das ist es konzipiert und für das ist das der Raum oder das gut. Oder wenn man irgendwie am Arbeiten ist und mag nicht mehr oder einfach mal zum einfach mal ein bisschen wieder mal durchschlafen, ist das sehr gut. Ah, Fluchtort! Fluchtort, der ein am Zahnen ist. Also, dann hast du gesagt, ich kann ein bisschen komponieren. Von der Familie würde ich nie müssen flüchten. Das ist überhaupt nicht. Das ist einfach halt ein bisschen mein Nestchen da. Das ist mein Musikzimmer. Da mache ich Musik und das ist so meins. Und das ist mega schön. Du wohnst in einer WG mit dem Chris, der nicht nur gerne Ingwer-Shots hat, sondern auch Hackbrett spielt bei Kunz. Wie fest hast du eigentlich deine Band Gran Canaria vermisst? Ich meine, du bist ja so viel mit denen zusammen. Sind ja auch Freunde von dir. Mhm. Ja, also, ich hatte das große Glück, gehabt, den Chris mitzunehmen. Weil zu Kunz ist halt Hackbrett, das gehört ein bisschen dazu. Und es ist schön, dass er mitkommen. Und bei den anderen, meine Gitarrist war sogar auch in der Band. Also ich hatte schon ein paar dabei. Von dem her ist es gut gegangen. Aber klar, gerade jetzt momentan, wo wir uns wirklich nicht viel sehen, wir haben letztes Jahr wieder mal ein Konzert gehabt, einen Livestream, und man hat einfach gemerkt, oder, wir haben so Freude gehabt, uns wieder mal zu sehen und zusammen Musik machen. Das ist wirklich, das ist so gross, das ist super. Und das freut mich natürlich, wenn es dann wieder geht, dass wir zusammen rausgehen können und die Bühnen von diesem schönen Land zu spielen. Vermisst du es, gell? Sehr. Vor allem das Publikum. Sehr. Eben so tolle Fans, wo so treu sind, die da sind, die merken, wenn sie Konzerte kommen, die wollen etwas erleben und die geben so viel zurück. Und es ist so, ja, es ist nicht nur finanziell, es ist ja, wir machen Musik, um mit anderen Leuten etwas zusammen zu machen und das zu bewegen. Und darum freue ich mich natürlich, wenn auch ein neues Album kommt irgendwie und das wieder ein bisschen, ja, etwas Neues rausgeht und die Leute etwas haben zum Hören. Und ich hoffe fest, dass sie es cool finden. Ja, garantiert. Ich würde sagen, wir lernen jetzt den grossen Chris kennen. Der weiss sicher noch einiges über dich zu erzählen. Er ist ja dein WG-Partner. Mhm. Zuerst gibt es aber für sie daheim den Theo, unseren Zuschauer. Das ist der Zürcher Oberländer Theo, 36. Beruflich pendelt er zwischen Zürich und Wien und wenn er nicht gerade am Arbeiten ist, dann macht er Sport. So wechselt sein Outfit zwischen Business und Sport. Für den Look dazwischen ist er heute zum Newsstyle gekommen. Ja, wir sind zusammengesessen, Freunde, einen späten Sommerabend. Und da kommen die Kommentare, du, das könntest du jetzt auch mal wegschiessen. Und überhaupt, mit deiner Frisur ist auch schon das Gleiche seit längerem. Da habe ich gesagt, komm, jetzt haben wir die Sendung mal gesehen. Das ist jetzt die Chance. Und sind wir ganz ehrlich, die letzten Zeiten waren jetzt nicht die innovativsten gewesen, betreffend Style, betreffend Haar, betreffend Kleider. Und darum sitze ich da. Jetzt schauen wir, was Neues kommt. Als erstes nimmt der Martin Dürrematt am Theo sein dichtes Haar unter die Lupe. Durch das der Theo einen grossen Teil von der Zeit in Wien wohnt und die Coiffeure dort bekanntlich unter einem sehr strengen Lockdown sind, hat er doch ein rundum Fresh-Up nötig. Zum Verwöhnprogramm gehört natürlich die Shampoo-Massage, wo ich das mal beim Theos Volumizing Shampoo von Hechituel bei Sisley eingesetzt habe. Nicht ganz verwöhnend, aber sehr effektvoll ist die Bearbeitung der Augenbrauen.
Die längsten Haare ein bisschen zurückgeschnitten, leicht in Form gezupft und dann natürlich auch noch gefärbt. Liebe Herren, wenn ihr helle oder weisse Augenbrauen von Natur aus habt, könnt ihr doch mit einem soften Graphitton beim Coiffeur eures Vertrauens einfärben lassen. So bekommt euer Gesicht eine tolle Kontur. Zurück am Beautyplatz habe ich zuerst am Theo sein Deckhaar bearbeitet. Er hat schön volle Haare und darum ist es wichtig, dass man die nicht einfach effilieren, sondern personalisieren und strukturieren. So fallen sie nämlich beim Styling recht cool. Der Nacken ist schön fresh kurz geworden. Die Seite habe ich einen Zacker länger gelassen, damit er nicht zu schmal wirkt. Und dann natürlich noch die Scheitline rasiert. Durch das hat er es dann beim Föhnen und Stylen sehr einfach. Zum Schluss habe ich am Bart noch eine neue Form gegeben. Und ja, ich glaube, der Theo ist wieder bereit für seine Reise. Erst jetzt sieht man ganz klar, was ein Haar, Augenbrauen und Bart fresh abmacht. Egal ob Frau oder Mann, jede Haut freut sich über eine gute Pflege. Der David Hameyer weiss, was der Austauschsportler für ein Verwöhnprogramm braucht. Theo legt Wert auf sein Äußeres und verwendet bereits eine Bartpflege, was ein super Start ist. Heute habe ich ihm gezeigt, wie er mit ein paar kleinen Pflegeschritten sein Beauty-Ritual verbessert. Gestartet wird sein Beauty-Ritual mit dem Auftragen von einer Augenmaske. Es ist ein grünes Gel, das sofort erfrischt und eben seine Augenpartie gerade glättet und sichtbar frischer aussehen lässt. Zweimal die Woche aufgetragen und so einfach kann es schon sein. Und nun zum Wesentlichen für alle Männer, die viel draußen sind, die ihre Haut gerade Sonne, Wind und Kälte aussetzen. Dem Ganzen kann man ganz einfach mit einer feinen Pflegecreme entgehen. Die Creme lindert Rötungen und gehört für mich in jede Hausapotheke. Man könnte sie sogar Kindern ab 3 Jahren auftragen und die Hautbarriere ist einfach gestärkt und fühlt sich wieder super sanft und geschmeidig an. Luisa Rossi hat Kleider für den Theo parat. In wenigen Minuten gibt es ein Mode-Fresh-Up. Der Privalo als Türstopper, das habe ich auch noch nie gesehen. Das war ein sehr wichtiger Preis für mich, der kleine Privalo. Und hat jetzt auch eine sehr wichtige Tätigkeit, dass wenn man hier lüftet, dass die Tür entschlägt. Also von dem her. Zum Glück hast du so viele Privalos gewonnen, dass du überall ein bisschen Türen offen halten kannst. Ein paar Türen, ja. Und was auch ganz wichtig ist, ist der Chris, das ist mein Mitbewohner und ein guter Freund geworden. Und natürlich ein ganz wichtiger Musiker, der bei Queens Hackbrett spielt. Und ja. Mit ihm darf ich hier wohnen. Gehört irgendetwas in dieser Stube noch Marco oder ist alles dir, Chris? Der Privalo und das Mikrofon. Okay. Die zwei einzigen Sachen. Genau. Wie ist es, mit ihm in einer Buben-WG zu leben? Es ist, wie es in einer Buben-WG halt ist. Also, wie man sich das vorstellt, nie richtig, richtig schön sauber, aber auch nie richtig schlimm. Aber man hat immer wieder schöne Besuche irgendwie, und dann tut man immer wieder putzen. Das ist klar. Drum, es ist schon immer mal. Der schöne Besuch ist nicht wegen mir. Also. Der schöne Besuch ist wegen Chris. Apropos. Du bist der schöne Besuch. Ja, er wird ja immer mit dem Ryan Gosling verglichen, mit stimmt, dem Schauspieler. Jetzt, wo du sagst. Das sind viele Leute, oder? Findest du das stimmt? Das gehört stimmt? Mir ab und zu. Findest du, stimmt? Es hat schon etwas. Also, als ich Drive hier geschaut habe, schon so. Marco? Schon wegen der Kommunikation, er redet auch so viel wie ich, oder? Mega. Nein. Gleich Dialekt, alles. Ja, das stimmt. Ja. Und auch der Stil, oder? Also, mhm. Wenn man mit so Schuhen laufen kann, oder? Nein. Zündet es sich ein bisschen an in der Band? Nein, das muss ganz ehrlich sagen, es also am Anfang, aber siegt dich nie. Wenn wir zusammen sind, haben wir so mega Wichtiges zum Besprechen, zum Beispiel Musik, das nächste Konzert, das nächste Album. Aber ihr redet jetzt nicht 24 Stunden nur über Musik. Ich nehme an, auch sonst ein bisschen. Absolut. Nein, aber wie gesagt, es ist auch eine Freundschaft. Am Anfang tut man ja Musiker aussuchen, die passen. Und man kann zusammen jammen und spielen, das ist gut. Und nachher dann entwickelt sich Freundschaft. Und wir sind halt eine kleine Familie und es ist ja so. Wir sind alles Freunde geworden. Und ich genieße auch, mit ihm da in einer WG zu sein. Und es ist wirklich ein bisschen Bubenwege. Also wir trinken manchmal ein Käffchen trinken und uns ein bisschen. Und ich merke, ihr habt es lustig miteinander. Das ist ja schon die halbe Miete. Ja, das haben wir. Ein wichtiger Freund von dir ist auch der Schlagzeuger und musikalische Leiter von Kunz, der Manu. Und den treffen wir. Aber zuerst gibt es noch einen New Style, und zwar für den Theo bei PKZ. In der Loft von PKZ Man in Zürich trifft Luisa Rossi den Theo zum ersten Mal live. Ich habe wieder mal einen Schocki-Job.
Der Theo hat nämlich eine super sportliche Figur. Er selber kann sich nicht gut einschätzen und hat sich viel zu gross eingeschätzt, was Kleider betrifft. Aber mein Auge hat gesagt, er ist wirklich knapp ein S. Deshalb habe ich mit der Dry-Corn-Hose gestartet. Sie ist eher schmal geschnitten. Und was neu bei PKZ ist, man sieht die Etikette, die drauf steht, We Care. Und das steht für Nachhaltigkeit. Weiter geht's mit All Saints Sweatshirt. Ganz ein cooler Brand bei den Herren, wo ich gefunden habe, das passt zum jungen Theo. Abgerundet habe ich den Look mit einer coolen Jacke von Manuel Ritz. Das ist eine Parka und die ist wirklich lässig. Das Innenleben sieht mega, mega cool aus. Bottine rundet den ganzen Look ab, und zwar von Paul Kehl. Schön in dem Schokibraun. Und ich habe gefunden, als Accessoire noch einen Schal. Ich finde eben Schal immer noch ein super Accessoire. Ein bisschen bunter geht es jetzt zu und her beim Hemdli. Und zwar ist es eine von Pol, auch von der Eco-Linie. Da habe ich auch ein Small genommen. Ich finde, es ist schön, wenn sie ein bisschen gefittet ist. Und hier oben zugemacht, das finde ich mega lässig. Es wirkt einfach jugendlicher. Dazu habe ich eine lässige Jeans, und zwar eine von Diesel. Schön in dem hellen Jeans, das gibt ein bisschen Frühlingsstimmung. Auch da ist der Schuh ganz, ganz wichtig. Und da habe ich auch wieder eine Bottine genommen von Joseph Cheney. Schön in dem Schokoladbraun, wo eigentlich sich ein bisschen widerspiegelt tut mit der Wildlederjacke von All Saints, auch ganz ein cooler Brand. Und so ist das ein Lumber, aber wenn man Lumber hört, meint man immer, das sei irgendwie so ein bisschen altgebacken, aber das stimmt gar nicht. Lumber könnte mega cool sein, und das zeigt natürlich jetzt der Theo. Wildleder, ein grosses Thema der Frühling, nicht nur bei den Schuhen, sondern auch bei den Jacken, hauptsächlich bei diesen coolen Lumberjacken oder eben auch bei einer Rockerjacke. Wie pflegen, das ist mein Tipp heute. Am besten imprägnieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und dann einfach leben lassen. Die Jacke wird von Jahr zu Jahr schöner. Sie darf ruhig ein bisschen verbraucht aussehen. Aber wenn irgendetwas drauf ist, wichtig ist, dass man den richtigen Gummi hat. Es gibt so extra Korrigiergummi oder mit einer Bürste das Ganze ein bisschen wegbürsten. Wenn ein bisschen Dreck drauf ist, trocknen lassen, dann wegbürsten, und das langt. Und dann könnt ihr euch erfreuen, jahrelang, über eure schöne Wildlederjacken. Mit dem neuen Look vom New Style Team ist der Theo rundum zufrieden. Es hat mir sehr gut gefallen. Ich fühle mich wirklich wohl, von Haarspitze über Hosenknöpfe bis zu den Schuhsohlen. Und es ist wirklich so, ich nehme mit. Manchmal muss man nicht die grosse Revolution herbringen. Ein paar kleine Sachen ändern. Und wie so oft ist, ein paar kleine Veränderungen da und dort in Summe geben die grosse Wirkung. Ich bin sehr happy. Wenn auch Sie ein Styling-Fresh-Shop möchten, dann bewerben Sie sich jetzt unter www.lifestyle-tv.ch. Dein typischer Style ist ja Gilet und Hosenträger. Kann ich auch. Ja, also man hat das irgendwie, das habe ich gerne an, und ich habe tatsächlich nur zwei Gilet, aber es reicht irgendwie, also komme durch. Also on stage und privat der gleiche Marco. Ja, eigentlich schon. Also, ich lege nicht immer Hosenträger an, die mache ich wirklich, wenn man Konzerten und so. Aber sonst, ja, ich habe nicht so mega viele andere Kleider. Schon so. So kennst du auch, gell, Manu? Ja, das ist so. So du ja auch? Ja, ja, das ist so. Aber ich habe meinen Stil ein bisschen gewechselt auf Kunst. Mir hat es nicht gut an, so das natürliche, erdige. Ja. Du kennst als Schlagzeuger und musikalischer Leiter von Kunst der Marco sehr, sehr gut. Was ist typisch für ihn? Vieles. Er ist sehr offen, extrem ehrlich. Er ist so eine sehr geduldig, sehr geduldig. Wie man jetzt gerade sieht, das nervt manchmal auch ein bisschen. Oder ein bisschen mehr. Aber er hat das Herz extrem am rechten Fleck. Und es ist schön, mit ihm zusammenzuarbeiten. Und zwar nicht nur in der Musik. Wie war jetzt Corona für dich, wenn du so ungeduldig bist? Hast du auch nicht richtig raus können, nicht reisen, nichts machen? Ja, schon eher schwierig. Aber eben, dann bin ich froh, hat man so einen Raum. Der Manu ist so lieb, hat mir sogar einen Schlüssel gegeben, gesagt, da, wenn du schreiben willst, gang da rein schreiben. Und ich war auch viel da, wo man gerade nicht mehr reisen konnte. Und da haben wir einfach auch viel Musik aufgenommen, und wegen Geduldig, sobald man etwas machen kann, ist es immer besser. Und da bin ich immer froh, dass wir können da unten sein und zusammen an dem arbeiten. Okay. Also ja. Da innen ist das neue Album, das gerade rausgekommen ist, Mai, entstanden.
Ein Teil davon, gross, ja. Ein grosser Teil, ja. Vor allem, also jetzt, gerade wenn ich eine Idee habe oder so etwas zu schreiben, dann das kann irgendwo sein, aber im Laufen oder so, und dann nehme ich es auf und dann ausarbeiten, wo man irgendeinen Platz hat, der einem inspiriert, und das ist da. Und, das mit, ja. Und der Manu ist halt jemand, den ich schon gleich ins Boot nehme und will wissen, wie wollen wir das machen und so. Dann würde ich sagen, hören wir rein. Finde ich gut. Single? Musik? Los. Es ist Musik. Ohrwurm wird garantiert ein Hit, da bin ich überzogen. Es singen ein Haufen Schweizer Künstler mit. Manu, warum singst du nicht richtig mit im Video? Ich meine, du hast ja laut Kunz die bessere Stimme. Ja, ja, seit du das so geschrieben hast, höre ich das immer wieder. Und das Problem ist, dass ich mich nicht mehr getraue, überhaupt zu singen. Das steht. Aber ich tue mein Bestes, dem zu entsprechen. Das neue Album ist rausgekommen, es heisst Mai. Und im Mai habt ihr auch ganz Haufen Konzerte geplant, optimistisch, hoffentlich, dass es kommt. Was macht ihr bis dorthin? Ja, uns vorbereiten und abwarten. Miteinander spielen. Tee trinken. Ja. Genau. Tee trinken? Wow! Gut, Überraschung! Sehr gut, fangst du? Ja. Sirocco Bio-Tee, lieben Dank. Ja. Haben wir bei euch reinschauen hier im Probelokal. Super. Und ich wünsche euch ganz, ganz viel Glück. Danke vielmals. Bei Sie daheim habe ich jetzt den Wettbewerb, klar natürlich zum Marco Kunz. Gewinnt heute einen Einkaufsgutschein im Wert von 1'000 Franken von Shoppi Tivoli in Spreitenbach. Lasst euch im grössten Schweizer Shopping- und Lifestyle-Center vom reichhaltigen Angebot von den 150 Geschäften inspirieren und kauft nach Herzenslust ein. Der Gutschein ist im gesamten Shoppi Tivoli einlösbar. Und das ist die heutige Wettbewerbsfrage. Mit welchem Schauspieler wird der Marco Kunz oft verwechselt? Mit dem Brad Pitt oder dem Ryan Gosling? Die Nummer zum Anrufen ist 0901 581 808. Mitmachen könnt ihr auch per SMS, schreibt das erste Wort Lifestyle, die Entlösungszahl und schickt es an die Nummer 9988. Für eine schriftliche Teilnahme schickt die Postkarte an die eingeblendete Adresse. Das nächste Lifestyle mache ich mit einer Kollegin von dir, von «Sing meinen Song», mit der Joël. Was glaubst du, wie wohnt sie? Ich habe das Gefühl, sie lebt irgendwie in einer schönen Altbauwohnung und die Möbel, die sie hat, werden in Geschichte erzählen. Ob der Kunz recht hat oder nicht, sehen Sie am nächsten Freitag. Ganz ein schönes Wochenende und bis bald. Lifestyle ist Ihnen präsentiert worden vom Shoppi Tivoli. Meine Welt, wie sie mir gefällt. Ende Monat stellen wir wieder auf die Sommerzeit um. Vor allem Kleinkinder haben Mühe.